Und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. Hier am Glutberg. Na schade, ich dachte, ich komme noch durchgesprintet. Kleide dich für einen Kampf. Wechsel dieses unwillige Outfit. Tut mir leid, ich schlag keine Tonnen. Kommt ihr mir auch noch mit Mascholo, Alter. Pass mal auf hier, ich geb dir immer fett Donnerblitz. Hoffentlich klappt das. Ja, so geht das, ne? So, zack, bam, ausgewichen und jetzt jetzt verpiss ich mich lieber, bevor ich eins draufkrieg. Flügelstark! Warum gehst du nicht tot? So, jetzt ab. Juhu! Warum gerade ich? Weil du da gerade standst, jetzt kommt der. Oh, scheiße. Jeden Morgen vom Frühstück schwimme ich um diese Insel. Lügner, 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 Lügner. Freddy. Komm, wir wollen mit einer Scholle, Alter. Wollen die alle von mir? Wollen die kämpfen? Die wollen kämpfen! Und sterben! Sterben wollen sie alle! Ich komm wieder mit einer Schock. Nein, das will ich nicht. Das finde ich nicht, nicht sehr nett. Ich mache einen Windstoß hier. So. Ja. So gehört sich das. Man schlägt keinen. Das ist ein Weib. Nee. Das ist glücklicherweise ein männliches Taubos. So. Einfach das Feuer in dir, Gluttherme. Oh yeah. Ich hatte eine bessere Idee. Ha! Wofür kauft man sich denn sowas? Epic Face, warte mal, ich bin hier im Feuerort, ne? Da kann ich auch eben so gut BÄM machen. Und mein schönes Apanax trainieren. Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. The fuck? Ich will in die scheiß Arena! Arena? The fuck? Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Gluttherme hier haben mich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Damals habe ich dies benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Zertrümmerer! Cool. Jetzt nur noch die große Entscheidung. Welches verdummte Pokémon lernt das jetzt? Keine schwere Entscheidung. Ha, hat sowieso nur Scheißattacken. Wow, yeah. So, wir schwimmen jetzt mal nach oben. Und da wird es denn Wasser sein? Ich dachte, jetzt geht das Lager schon in den Blutberg, aber ich habe das Glutberg nicht gelesen. Hier geht's nämlich in den Glutberg rein. Versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den die Vorsitzenden wahrscheinlich reden, muss hier irgendwo sein. Nee, warte mal. Ich kann doch meinem... Lalalala. Ich kann doch auch meinem... Die grüne Stärke überbringen. Ich meine so bitte, Alter, 15. Verarschen, Alter. So. Okay, hier kommen wir nachher wahrscheinlich zurück. Aber ich komme da auch nicht lang. Also ich muss ja wahrscheinlich hier euch. Hier durch. Durch muss ich hier. Und die wollten mich natürlich. Weißt du, wie in Vulkan Höhlen entstehen? Nein. Power Ranger Almut! Mit einem fucking Klofenser. Warum auch nicht? Schlampe. Glut! Du Flor, Dabba, Dabba. Noch ein Du Flor. Mach mir Dabba. Aua, du bist erschreckend gut. Danke. Okay, das war jetzt gruselig. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Bam, so voll kaputt machen. Voll kaputt machen. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht oder kurz vor dem Ausbruch steht. Ja. Und? Was erzählst du mir das jetzt? Ich meine so, schön und gut, ja. Aber ich kann das auch googeln.
ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich jetzt nicht zu Hause sitzen. Und das verscheiß Drecks Spiegelei da braten, ne? Das geht mir ganz schön auf die... auf dieses... Mir fällt das Wort gerade nicht an, aber mir geht's gehörig auf die Nerven. Deswegen habe ich jetzt erstmal schön Spiegelei draus gemacht. Und jetzt werde ich auch noch ein bisschen... Zünde den Tannenbaum an. Spielen. Habe ich früher ganz oft gemacht. Nein, habe ich nicht. Wollte ich nur klarstellen. Sowas macht man nicht. Puh, das war heiß. Ich hatte einen Schweißausbruch. Eklig. Oh, jetzt kommen wir nach Nea Glutberg. Ja, natürlich ein Kleinstein. Fick dich. Oh. Bäm. Alles klar. Tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist scheiße. Kack Pikachu, ey. Das muss ich irgendwie anders trainieren. So. Am besten... wie Aquana. Mascholo. Nein, habe ich schon. Surfer! Und ich muss mich kurz räuspern. Boah, so. La. Noch einmal Mascholo. Uninteressant. Mann, ist das gammelig, das ist ja langweilig. Der kam auf diese scheiß Idee, dass du... Maschok. Ach ja, ich habe vergessen zu reden. Ha! Okay, überall. Nicht, dass ich mir aus Versehen Maschok mit dem Bein aber fange, weil das wäre ganz schön peinlich. Cool. Bla bla bla. Nein, bin ich nicht so. Cool. Wo war ich? Ach scheiße, ich bin schon draußen. Nein, da springe ich jetzt nicht runter, ich bin nicht früh geworden. Oh, nicht so, nee, ne? Oh Mann, ey. So. Aha. Ergibt das Sinn? Ah. Alles klar. Jetzt tritt der größte Lamer mal wieder an. Finde ich voll scheiße. Jaui! Ausdauer. Macht sich bereit, oha. Okay. Das könnte ein bisschen dauern, glaube ich. Das Spannendste ist, glaube ich, eh erst, wenn ich es fangen will. Dabei können wir, glaube ich, bleiben. Ich bin so ein Nerd, ich bin so ein Noob, Alter. Aber egal, Hyperball! Ja? Das war ja zu einfach. Wo bleibt da denn der Nervenkitzel? Toll, aber das wurde gefangen. Yay! Und ich dachte, ich verkacke genauso wie bei... Ach, egal. Wie habe ich mir das schwerer vorgestellt? Egal, ist nicht mein Problem. Ha, Hyperball. Wow, jetzt habe wieder genauso viele Hyperball wie zu Anfang. Ja, ich freue mich. Ein Keks, Alter. Wow. Toll. Echt cool. Ich bin ja so excited. Oh. Könnt kotzen. Feuerstein. Ja, tut mir leid, aber ich will mein... Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich komme wieder runter. Zack. Ist ja so schwul. Level 12. Was willst du denn? Wie komme ich jetzt runter? Ich muss an der Tusse vorbei. Alles klar. Ha! Schnell das ging. Mann, bin ich gut. Okay. Dann setzen wir mal auf den Aquana. Und... ja, was machen wir jetzt? Was bellt da draußen? Oh mein Gott.
Aber es ist so warm, da kann man das Fenster nicht zumachen. Das ist, boah, das wäre reiner Selbstmord. Hier kann ich eh lang, da ich jetzt der Strömerer kann. Bam! 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 Alle kaputt gefurzt. Äther. Wunderbar. Bam! Scheiße. Tonita. Scheiß Rückstoß, du dummes Pferd! The fuck? So, wir machen das mal heute bisschen professioneller und ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, weil ich so Skelett bin. Aber ich weiß jetzt, was ich noch machen werde. Geht zum... Was ist das jetzt? Ich bekomme langsam einen Sonnenbrand. Oh Gott, ich meine, okay. Ne, aber wie viele Jahre war Pokémon nochmal? ja. Ne? Weiß Bescheid, Nintendo. Aber egal. Deutsch zu. Oh, du bist schrecklich. Ich bin erst 10. Weißt du, wie verletzend das sein kann? Okay. Nein. Ich mein's jetzt ernst. So. Das Einzige, was wir jetzt noch machen. Ist das hier die Fähre? Ja, auf zu Island 2. In Ordnung. Los, Sprinttempo 2. Hey du. Hey du. Am Kap liegt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet das Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Dieser Mann dort ist von Prismania City hergezogen. Er hat mit seinem kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf er sich einlässt. Oh, hallo, willkommen in meinem Laden. Wir hatten erst vor kurzem unsere Eröffnung. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für mich. Schwul. Ich bin der Pokémon Attack Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon beim Levelanstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Zwei Mini-Pilze oder einen Riesenpilz. Aber bringe ich einen deinen Pokémon eine Attacke bei. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollen, musst du mir ein oder zwei Pilze geben. Okay, das werde ich mir merken. Ich gebe dir einen Pilz und... Boing, boing, hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing. Und andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Oh mein Gott. Entertainment and Snacks. Action pur in der Spielhalle. Wunderbar. Wo ist Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer Mittagessen. Du da. Bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeikommen sein. Irma ist süß. Sie sieht wählich. Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Besuch auf Island 3. Nach ihr. Hä? Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey du, ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Halodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Hä? Oh, hab dich. Diese Inseln sind verwirrend. Sieh dir das nur an, dieser Halotri hat meinen Teppich abgenutzt. Und mit dieser verwirrenden Szene verabschiede ich mich zum nächsten Part. Laufe noch ein bisschen rum. Fahr zurück nach Irland 1, weil ich einfach doof bin. Wieder zu 2 zurück, weil ich einfach noch doof bin. Und jetzt zu 3. So. Und hier beende ich den Part, auch wenn die Uhr wahrscheinlich noch nicht 15 Minuten lang ist, weiß es gar nicht. Ist mir nicht auch egal jetzt. Obwohl sie nicht immer alle. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dann.